Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Motorradfahren lernen. How to ride a motorcycle. Diesmal das Motorrad richtig wenden, auch in schwierigen Situationen für euch. Ja, die Ausgabe ist eigentlich, wie soll ich sagen, ein bisschen ein unnötiges Thema, ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber es ist auch ein Thema, wo ich sage, die beschützt euren guten Ruf, diese Folge, diese Aufgabe. Weil der Ruf eines Motorradfahrers oder einer Motorradfahrerin wird eigentlich nicht in der Applauskurve oder in der geilsten Kurve der Ausfahrt ruiniert, sondern leider ist der ein oder andere gute Ruf von einem Motorradfahrer oder von einer Motorradfahrerin schon direkt beim Wenden vor einem Kaffeestopp zerstört worden, wenn man sich in eine unangenehme Situation bringt. Wir schauen uns das einfach ein bisschen pragmatisch an. Das Thema für verschiedene Motorradkategorien mit verschiedenen Protagonisten. Ich bin selber gespannt, was rauskommt. Muss man so einem profanen Thema so viel widmen? Aus unserer Sicht, in unserem täglichen Ablauf mit ganz, ganz vielen Motorradmodellen, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Protagonisten, sehe ich, dass das gar nicht so einfach ist und bin gespannt, ob es für euch hilfreich ist. Die größte Herausforderung für dieses klassisch falsch abgebogen, kurz schauen geht, ein U-Turn auf der Fahrbahn, das Kriterium ist die Blicktechnik. Wenn ich die Blicktechnik drauf habe und nicht vor das Vorderrad runterschaue, wie es die Leute gerne machen, sondern dorthin schaue, wo ich hin möchte, ist das Gewicht des Fahrzeugs im Prinzip nicht mehr das Problem. Weil wir kennen es von den großen BMW-Motorrädern, die haben 250, 280 Kilo und in dem Moment, wo das rollt, merkst du von dem Gewicht nichts mehr. Und jetzt brauche ich natürlich ein bisschen ein Gefühl auf der Kupplung, dass ich das Ganze schön um die Ecke bringe, aber das Kriterium schlechthin ist die Blicktechnik, weil in dem Moment, wo du vor das Vorderrad schaust, fährst du immer dorthin und dann kommst du nicht um die Ecke. Die Kupplung, das Motorrad, der Motor soll für dich die Arbeit machen. Du sollst ja nicht am Stand hin und her schieben, bis du die optimale Ausfahrtposition hast, das soll alles die Kupplung für die sein. Ich lasse sie vor, ich lasse sie zurück, ich lasse sie wieder vor, ich lasse sie wieder zurück, bis ich stehe. Weil viele schieben das Motorrad noch, auch am Stand, wenn sie sich einparken oder was. Das macht alles der Motor, der hilft mir, der macht das für mich. Ja, glaube ich schon, dass man einfach, weil gerade bei Offroad ist es ja, dass man sich sehr viel in sehr langsamen Geschwindigkeiten bewegt, und eben oft damit konfrontiert ist, dass man noch dazu im schrägen Gelände, unebenem Gelände, wo man keinen gescheiten Stand hat, dass man trotzdem irgendwie das Motorrad aufrecht hält oder zumindest zu halten versucht. Und dann auf der Straße, wo die Bedingungen eh besser sind, glaube ich schon, dass wenn man viel Offroad gefahren ist, dass man dann weniger Probleme hat bei eben so Manövern in langsamen Geschwindigkeiten oder vielleicht sogar stehend, dass man mit denen zurechtkommt, ohne dass man dann vielleicht einmal umfällt, weil ja das im Stehen umfallen oder beim Wenden oder so, dass einem das Motorrad umkippt, das ist so mitunter das Peinlichste, was einem passieren kann. Wir haben gerade erfolgreich was abgefilmt und auch super, leiwand, haben wir das auch geschafft. Jetzt fahren wir zurück und wir waren halt auf so einer Bergstraße, asphaltiert, aber sehr schmal, vielleicht 2 Meter breit und recht steil bergauf. Und anstatt, dass ich mitdenke halt und selber check, dass ich auf so einer schmalen Straße nicht in einem wenden kann, vor allem wenn sie bergauf geht und ich eigentlich rauffahren müsste, bis es ein bisschen ebener wird und dann dort im Stehen rummanövrieren, habe ich halt gleich dort im Stein begonnen umzudrehen und als ich dann quasi am Rand der Straße ankommen bin und stehen bleiben musste, bin ich mit dem Bein runtergestiegen und dadurch, dass es so steil war, bis mein Bein den Boden berührt hat, hat die Maschine schon so viel Seitenlage gehabt, dass ich sie nicht mehr halten konnte und dann ist einfach umkippt. Also einfach nur nicht nachgedacht. Ich glaube, das ist meistens das Problem bei diesen Umkippern, Umfallen, dass man irgendwo steht und gerade halt mit den Gedanken irgendwo ist, man ist an der Ampel oder man ist gerade zu Hause angekommen nach einer langen Tour, nach einem Arbeitstag und dann steigt man ab, denkt nicht nach, ist schon im Kopf ganz woanders und dann kippt einem das Ding um und vor allem bei größeren Maschinen braucht es ja nicht viel Neigung und man kann es schon immer halten. Also 180 Grad
Umkehren auf einer engen Straße, wenn man sich mal wo verfahren hat. Womöglich geht es dort auch noch bergauf. Da gibt es eine klare Technik und die schaut so aus, dass man am äußersten rechten Fahrbahnrand das Motorrad hinstellt, linken Fuß runter gibt, das Motorrad mit der Fußbremse hält, weil das Hinterrad halt viel mehr Anpressdruck hat, und dann das Motorrad mit Gefühl an der Hinterradbremse 90 Grad zur Falllinie nach links dreht, so viel Platz man eben hat, die Hinterradbremse löst und nach vorne wieder runter wegfährt. Im Wesentlichen so, wie es ein Profi am Erzberg auch macht, wenn er am halben Hang verreckt. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was bei uns sehr hoch rangiert in der Aufmerksamkeit. Das ist zum einen ja mal ein reines Ergonomie-Thema. Viel wird da bei uns auch über Ergonomie gelöst, dass das Motorrad schlicht und einfach niedriger Schwerpunkt beispielsweise, niedrige Sitzhöhen, aber auch Handhabbarkeit des Fahrzeuges an sich, bis dann hin zu Rangierhilfen, die wir ja auch bei den schweren Motorrädern beispielsweise haben, also der Rückwärtsgang, wenn man ihn so nennen will, bei den großen Sechszylindermodellen. Hier achten wir schon auch darauf, dass diese Fahrzeuge, auch wenn sie vom Gewicht her etwas schwerer sind, hantierbar bleiben. Ja, Hand aufs Herz, liebe Leute, seid gnadenlos. Was eine nutzlose Folge, ist das Thema zu klein, zu eklormäßig, als dass man da jetzt eine eigene YouTube-Folge einer 20-teiligen Fahrsicherheits-Serie machen muss? Oder hat es euch geholfen? Postet mal das gerne unten drunter und ja, gerne könnt ihr auch, jetzt ist ja, ihr seid ja eher anonym unterwegs, die meisten von euch, euer Hoppala beim Motorradfahren wenden, gerne auch unten drunter posten, dass wir was zum Lachen haben, aber dass wir auch was lernen. In welche Situationen kann man sich bringen, wenn man das Wendemanöver falsch anlegt. Danke fürs Mitmachen, tschüss und baba, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!